N3D ist eine Ausgründung aus der Universität Rostock. Wir haben 2017 als Startup begonnen und haben uns zu einem Unternehmen entwickelt, was jetzt 3D-Drucker für den industriellen Anwender herstellt. Unsere Drucker arbeiten mit Standard-Spritzgussgranulaten. Wir haben damals begonnen, ein Druckkopfsystem zu entwickeln, was vor allem darauf ausgelegt war, hochgefüllte Spritzgussgranulate zu verarbeiten, um zum Beispiel auch Metallteile mit diesem Druckprozess herzustellen. Und darüber hinaus haben wir uns weiterentwickelt, immer mehr Materialien in unser Portfolio aufgenommen, sodass wir jetzt im Endeffekt hier vor einem Drucksystem stehen, was Metallteile, Keramikteile und Kunststoffteile herstellen kann. Alles eben hochgefüllte Materialien. Wir haben zwei Serienprodukte, anlaufende Serienprodukte. Also einmal die 255er, das ist unser Standard-3D-Drucker mit dem Granulatverfahren. Und die 510 wird Ende dieses Jahres an den Markt gehen. Der Drucker kann eigentlich überall da Anwendung finden, wo Prototypen gebraucht werden, wo Ersatzteile gebraucht werden, wo Einzelteile gebraucht werden. Das ist zum Beispiel im Automotive-Bereich, aber auch im Luftfahrtbereich, in der Medizintechnik-Anwendung und natürlich 3D-Druck auch immer in den Forschungs- und Entwicklungsabteilungen. In unserem Drucker werden Temperaturen erfasst, aber auch Füllstände der Extruder, aber auch die Luftfeuchte in den Kammern zum Beispiel. Also gerade Temperaturen haben wir sehr viele bei dem Druckbett. Bei den Extrudern sind es zwei Temperaturen, die da erfasst werden. Der Bauraum muss erfasst werden, wir haben Prozesskammer, die entsprechend geheizt werden muss. Wir können uns auf jeden Fall noch vorstellen, Beschleunigungssensoren und Gyroskope einzubauen, um im Prinzip während des Drucks schon mehr und detailliertere Informationen darüber zu geben, wie präzise wird das Bauteil hinterher sein, wie präzise sind die Achsen gefahren. Damit ist im Prinzip die Produktionsgenauigkeit deutlich höher nochmal. Wir waren auf der Suche nach Ersatzprodukten im Endeffekt für ein Produkt, was wir uns schon ausgesucht hatten für unsere Extruder und sind da mit dem Vertrieb von EFM in Kontakt gekommen. Und das war eigentlich von Anfang an eine sehr angenehme Zusammenarbeit, also wirklich ein sehr zielgerichteter Vertrieb. Man hatte von Anfang an das Gefühl, man kann mit seinem Problem, mit seiner Aufgabenstellung anrufen und bekommt direkt eine Lösung präsentiert. Seit 2018, also kurz nach unserer Firmengründung, haben wir so eine sehr lange gemeinsame Geschichte jetzt schon mit EFM aus unserer Sicht gesprochen und das ist auch eine sehr schöne Partnerschaft.